Die Menschheit strebt ständig nach Fortschritt, entwickelt immer neue Geräte, Heilmittel für Krankheiten, die einst als unheilbar galten, und macht Entdeckungen, die es wert sind, in die Geschichte einzugehen. Aber das bedeutet keineswegs, dass unsere Vorfahren unwissend waren. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass auch sie stets bestrebt waren, sich selbst zu übertreffen. Die Funde der Archäologen in diesem Video werden dich wirklich überraschen. Hallo Freund, willkommen auf dem Kanal Körtop. Eine unbekannte Figur. In der Nähe der polnischen Stadt Hodlik fanden vor 60 Jahren archäologische Ausgrabungen statt. Dabei wurde eine unbekannte Figur entdeckt. Im Laufe der Jahre wurden auch zahlreiche Keramiken und Artefakte ausgegraben. Dieser Ort scheint reich an mittelalterlichen Denkmälern zu sein. In zwei Ausgrabungssaisons haben Archäologen über 100 Funde gemacht. Darunter eine bronzene ringförmige Schnalle, eine Lunula und ein Anhänger in Mondform. Vor kurzem haben Wissenschaftler eine faszinierende Entdeckung gemacht. Eine anthropomorphe Silberstatuette. Sie wurde in einer Tiefe von 20 cm in einer frühmittelalterlichen Kulturschicht gefunden. Die Statuette ist gerade mal 5 cm hoch. Man kann Arme erkennen, die über der Brust gekreuzt sind, und die Zehen sind besonders deutlich zu sehen. Die Gesichtszüge sind jedoch unklar. Es ist wahrscheinlich, dass die Statuette früher detailliert ausgearbeitet war. Die Bestimmung dieses Artefakts ist noch unklar. Experten durchforsten alle schriftlichen Quellen, die Hinweise auf einen ähnlichen Fund geben könnten. Derzeit wird das Alter der Figur mit dem der Keramik verglichen und es scheint, dass sie aus dem 8. Jahrhundert stammt. Einzigartige menschliche Zähne. Im Jahr 2006 machten Archäologen in der Pfalz in Deutschland eine merkwürdige Entdeckung. Sie fanden Zähne, die sie trotz über 5 Jahre andauernder Forschung nicht identifizieren konnten. Diese Zähne, die ein Alter von 16 bis 18 Millionen Jahren aufweisen, sehen aus wie eine exakte, aber dreifach vergrößerte Kopie von modernen menschlichen Zähnen. Eine DNA-Analyse war nicht möglich, da in den Überresten keine DNA vorhanden war. Die Archäologen, die die Entdeckung gemacht haben, sind überzeugt, dass die Überreste zu einem antiken Riesen, einem menschenähnlichen Wesen, gehören. Die internationale Gemeinschaft hat diese Behauptung jedoch nicht ernst genommen und die Funde als Zähne eines alten Säugetiers anerkannt. Ein Topf voller Öllampen. Eine überraschende Entdeckung erstaunte die Archäologen. Ein gewöhnlicher Topf aus jener Zeit, wie er in der Küche von Vindonissa üblich war, war in der Erde vergraben. Er war jedoch völlig neu und unbeschädigt und aus irgendeinem Grund mit Öllampen gefüllt. Die gängigste und praktischste Variante wurde aus Ton gefertigt. Sie wurden in der gesamten Kaiserzeit in riesigen Mengen produziert. Selbst einfache Lampen konnten ein Reliefdekor in der Mitte aufweisen, wo sich die Öffnung zum Einfüllen des Öls befand. Genau solche Lampen füllten den Topf. Die Archäologen zählten 22 Stück. In jeder Lampe befand sich ein Aas, die kleinste Münze des Römischen Reiches. Mit ein paar solchen Münzen konnte man sich ein bescheidenes Abendessen leisten. Eine Suppe und eine Portion billigen Weins. Die Prägung der gefundenen Münzen wurde auf die Jahre 66 bis 67 unserer Zeitrechnung datiert, ebenso wie der Behälter und die Lampen. Die Lampen waren unterschiedlich verziert. Eine zeigte eine Blume, eine andere einen besiegten Gladiator. Die Archäologen entdeckten auch einen Pfau, einen Löwen, die Mondgöttin Selene, den geflügelten Sohn der Venus, Amor und sogar eine erotische Szene. Neben Lampen und Münzen fanden sie im Topf auch verkohlte Tierknochen. Was dieser Fund bedeutet, konnte niemand sagen. Sicher ist, dass dieser Topf samt Inhalt für den Besitzer eine Bedeutung hatte. Doch welche? Vielleicht werden wir es nie erfahren. Sehr teure Gartenstatuen. Vor ihrem Umzug hat eine Familie im britischen Suffolk beschlossen, ihre Gartenskulpturen von Sphinxen zu verkaufen. Sie gingen davon aus, dass es sich um Nachbildungen ägyptischer Kunstwerke aus dem 18. Jahrhundert handelt. Auf einer Auktion wurden Skulpturen für ursprünglich 680 und 410 Dollar angeboten. Eine der Statuen hatte einen abgebrochenen Kopf, der mit Zement am Rumpf befestigt war. Im Laufe der Auktion stellte sich heraus, dass es sich um echte altägyptische Artefakte handelte. Eine Kunstgalerie erwarb sie schließlich für 265.000 Dollar. Der Vorsitzende des Auktionshauses, James Mander, berichtete, dass das Ergebnis der Auktion
die ehemaligen Besitzer der Sphinx-Statuen sprachlos machte. Nun versuchen Experten herauszufinden, wie die Statuen nach Großbritannien gelangt sind. Es ist faszinierend, wo sie die letzten 5000 Jahre verbracht haben. Es ist wirklich unglaublich. Mystische Pyramide. Im Jahr 2030 führte ein französischer Forscher Ausgrabungen in der Atacama-Wüste durch. Er war fasziniert von den nahegelegenen Geoglyphen und merkwürdigen Mumien, die Außerirdischen ähnelten. Nach fast 2 Jahren intensiver Forschung stießen die Wissenschaftler auf einen bemerkenswerten Fund. In einer Tiefe von 4,5 Metern im Norden der Atacama entdeckten sie eine seltsame, 12 cm hohe Pyramide aus einem bläulichen, durchsichtigen Material. Dieser Fund wurde sofort als Sensation gefeiert, da noch nie etwas Vergleichbares entdeckt worden war. Experten haben das Alter dieses Artefakts auf 3,5 Milliarden Jahre datiert. Dieser Kristall ist der älteste Fund in der Geschichte der Archäologie. Als die Information über das Alter der Pyramide bekannt wurde, geriet der Wissenschaftler ins Visier. Nach 4 Attentatsversuchen floh er aus seinem Heimatland nach Chile. Der Franzose war entschlossen, seine Suche fortzusetzen, in der Hoffnung, noch mehr zu entdecken. Doch nach 4 Monaten starb der Archäologe an einer Vergiftung. Lange Zeit blieb das Schicksal des Artefakts unbekannt. Im Jahr 2019 stießen Experten in den freigegebenen Dokumenten aus der berüchtigten Area 51 in den USA auf eine genaue Beschreibung des Artefakts und seines Alters, allerdings ohne Angabe des Fundorts. Seitdem gibt es Gerüchte, dass die Amerikaner, die den Archäologen vergiftet haben, die Pyramide in Besitz genommen haben. Erstaunliche Dinge von Menschenhand geschaffen. Hier ist eine Sammlung von handgefertigten Gegenständen, die selbst die hartnäckigsten Skeptiker und diejenigen, die glauben, schon alles gesehen zu haben, beeindrucken wird. Die ersten Zeichnungen des Mondes, die Galileo Galilei nach seiner Beobachtung durch ein Teleskop im Jahr 1609 anfertigte. Galileo Galilei bemerkte sofort die helle und dunkle Seite des Mondes. Es ist erstaunlich, wie genau er den Mond und seine Krater darstellte. Und das bereits im Jahr 1609. Christus unter dem Grabtuch ist eine Marmorskulptur, die 1753 vom italienischen Bildhauer Giuseppe San Martino geschaffen wurde. Das Grabtuch bedeckt, aber verbirgt nicht den Körper Christi, der gerade vom Kreuz genommen wurde. Diese Skulptur ist ein anerkanntes Meisterwerk des Barock und begeistert zahlreiche Besucher der Kapelle San Severo in Italien. Stellen Sie sich vor, Sie wären so gut und talentiert, dass die Leute sagen, es sei nicht Ihre Arbeit, sondern ein Grabtuch, das zu Stein geworden ist. Eine 1500 Jahre alte Keramikfigur der Maya, gefunden in El Peru, Guatemala, stellt vermutlich einen Boxer dar. Interessanterweise nutzten die Maya laut überlieferter Fresken Meeresmuscheln als Boxhandschuhe. Leider ist die Originalverpackung nicht erhalten geblieben. Die Prager Rathausuhr, auf der Altstädter Platz aufgestellt, stammt aus dem Jahr 1410 und gehört zu den ältesten astronomischen Uhren weltweit. Sie ist nicht nur die drittälteste ihrer Art, sondern auch die älteste, die noch in Betrieb ist. Darüber hinaus gehört sie zu den bekanntesten Uhren der Welt. Der äußere Uhrmechanismus besteht aus 3 Hauptteilen. Einem astronomischen Zifferblatt, das die Position von Sonne und Mond anzeigt, einem Kalenderzifferblatt, das die Monate darstellt und Darstellungen der Apostel. In dem kleinen Dorf Nashtifan in Iran drehen sich noch immer einige der ältesten Windmühlen der Welt. Sie sind aus natürlicher Tonerde, Stroh und Holz gefertigt und mahlen seit rund 1000 Jahren Getreide zu Mehl. Hoffentlich gehen sie nicht so schnell kaputt, denn Ersatzteile für diese Mühlen zu finden, ist heutzutage unglaublich schwierig. Falls Sie sich beim Betrachten der Fotos fragen, wie diese Windmühlen funktionieren, sie drehen sich traditionell durch die Kraft des Windes, der auf die vertikal angeordneten Flügel drückt. Ein Samurai-Helm, Kabuto, aus dem 18. Jahrhundert, geschmückt mit einem Oktopus, stammt aus Japan. Der Kabuto hat typischerweise eine halbkugelförmige Form mit zusätzlichen Platten zum Schutz des Nackens. Auch der Hinterkopf und die Ohren waren durch den Helm geschützt. Der Oktopus, aus vergoldetem Eisen gefertigt, war abnehmbar, um im Kampf effektiver zu sein. Eine Pistole, versteckt in einer Bibel, angefertigt auf Bestellung des venezianischen Dogen Francesco Morosini. Angeblich konnte der Besitzer der Bibel sogar dann schießen, wenn das Buch geschlossen war. Dafür musste er nur an einem seidenen Lesezeichen ziehen. Heute ist dieses Exponat im Correr, dem Museum für Geschichte und Kultur in Venedig, zu sehen. Ein Fall, in dem der Glaube stark ist, aber eine Pistole in der Bibel schadet nicht.
Stellen Sie sich vor, Strümpfe aus dem Jahr 1830, gefertigt aus Baumwolle und Seide. Die blauen Streifen am oberen Rand dienten offensichtlich als Strumpfbänder. Man kann sich kaum vorstellen, wie viel Arbeit es gekostet hat, diese zu stricken. Der Moses ist eine Marmorstatue des alttestamentlichen Propheten, die Michelangelo zwischen 1313 und 1315 schuf. Ein bemerkenswertes Detail dieses Meisterwerks ist eine winzige Muskulatur am Unterarm, die sich nur beim Heben des kleinen Fingers zusammenzieht. Moses hebt seinen kleinen Finger, wodurch diese kleine Muskulatur sichtbar wird. Perfektion bis ins kleinste Detail. Tatsächlich zeichnete Michelangelo fast jede seiner Figuren mit realistischer Muskulatur. Vielleicht erklärt das, warum die weiblichen Figuren in seinen Skulpturen eher männliche Züge aufweisen. Ein rätselhaftes 12 Meter langes Schiffswrack. Experten schätzen, dass das mysteriöse, 12 Meter lange Wrack, das an einem lettischen Strand gefunden wurde, etwa 200 Jahre alt ist. Es könnte sich dabei um die Überreste eines verlorenen Kriegsschiffs der britischen Royal Navy handeln. Ein Teil des gesunkenen Schiffes wurde von Einheimischen am Strand von Daugavgrīva entdeckt, nur wenige Kilometer von der lettischen Hauptstadt Riga entfernt. Die wahre Größe des Fundes wurde erst offenbar, als schwere Maschinen in Form von Baggern auftauchten und einen größeren Teil des Wracks freilegten, 12 Meter lang und 4 Meter breit. Obwohl die Herkunft des Schiffes noch unklar ist, gibt es Hinweise darauf, dass sein Rumpf einst mit Kupfer bedeckt war. Eine Technik, die ursprünglich für die britische Royal Navy entwickelt wurde. Das Alter des Schiffes ist ebenfalls unbekannt, aber es besteht aus Eiche, einem in Großbritannien bis Mitte des 19. Jahrhunderts beliebten Schiffbaumaterial. Dies hat lettische Experten veranlasst zu vermuten, dass es zwischen 150 und 200 Jahre alt sein könnte. Für den Bau eines Linienschiffs wurden etwa 4000 ausgewachsene Eichen benötigt. Um die Überreste des mysteriösen Schiffes aus Eiche und Kupfer freizulegen, mussten die Ausgräber eine gewaltige Sandschicht von 10 mal 4 Metern entfernen. Die kupfernen Platten, die einst vor Schiffswürmern und der korrosiven Wirkung von Salzwasser schützten, waren längst entfernt. Dennoch zeigen Bilder der Überreste, dass die hölzernen Balken des Schiffes erstaunlich gut erhalten sind. Das kürzlich gesunkene Schiff wurde als Kulturdenkmal eingestuft, was weitere Untersuchungen zu seiner Herkunft ermöglicht. Bald wird es auch mittels Georadar erforscht, um seine wahren Ausmaße zu ermitteln. Um kein neues Video zu verpassen, empfehle ich euch, den Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken. Auf jeden netten Kommentar antworte ich garantiert. Danke fürs Zuschauen. Bis bald.